Alle vier Jahre veranstaltet der Bund der katholischen Jugend in ganz Deutschland die 72-Stunden-Aktion. Aufgaben aus den unterschiedlichsten sozialen, politischen oder ökologischen Bereichen müssen innerhalb von genau 3 Tagen geplant, organisiert und gelöst werden. 3000 Gruppen sind bei der Aktion im Juni 2013 dabei. Für die Baden-Badener Gruppe haben sich 41 Jugendliche angemeldet. Es ist einfach toll, dass viele Jugendliche auch dieses Jahr wieder mitmachen. Eben auf, hier in Baden-Baden haben wir ja mehrere Gruppen, vor allem eben die Ministranten von St. Bernhard machen dieses Jahr mit und von der evangelischen Paulusgemeinde Kinder und Jugendliche. Von Donnerstag 17 Uhr bis Sonntag 17 Uhr verbringen die Jugendlichen 72 Stunden miteinander, um die gestellten Aufgaben im Team zu lösen. Die Teilnehmer übernachten im Basislager im Jugendraum von St. Bernhard. Pfarrer Seiser weiß, dass Gemeinschaftserlebnisse wie dieses Jugendliche zu großartigen Leistungen zu motivieren vermögen. Aktionen sind zunächst einfacher, weil man da immer wieder Leute motivieren kann. Oft motivieren wir die, die eh schon dabei sind, aber wir machen dadurch auch auf uns aufmerksam, auf unsere Arbeit. Natürlich muss man auch kontinuierlich Jugendliche immer wieder heranziehen, ansprechen in Schulen, angefangen von der Erstkommunion, dass man einfach so einen Grundstamm hat von Jugendlichen, die etwas machen, die dann auch reinwachsen. Bereits vor 4 Jahren hatten sich katholische und evangelische Gemeinden in Baden-Baden an der 72-Stunden-Aktion beteiligt, damals noch mit getrennten Gruppen. Weil wir gar nicht wussten, dass wir beide Gemeinden jeweils bei der 72-Stunden-Aktion mitmachen. Und jetzt haben wir miteinander geredet und haben beschlossen, dass wir das ökumenisch machen. Zumal wir hier in Baden-Baden in der Weststadt auch einen Ökumene-Vertrag zwischen den beiden Gemeinden geschlossen hatten. Und das ist immer toll, wenn man was ökumenisch macht und gemeinsam auf den Weg geht. Ob nun die Renovierung eines Kinderspielplatzes oder Tanzkurse für Senioren, jede Aufgabe hat ihre ganz spezielle Herausforderung für die Jugendlichen. Das 72-Stunden-Konzept sieht 2 Varianten vor, aus denen man wählen kann. Bei der Do-It-Variante kann man sich ein Projekt aussuchen. Die haben wir allerdings nicht gewählt, da wir uns überraschen lassen wollen, um eben noch mehr Aufmerksamkeit zu kriegen, dass wir noch mehr Spannung haben. Und wir haben uns für die Get It-Variante entschieden. Die Vorgabe, in 72 Stunden ein Projekt zu verwirklichen, von dem man vorher noch nichts wusste. Und einfach die Gemeinschaft, eben, dass vor allem eben katholisch und evangelisch das zusammen machen, da ich jetzt einfach auch schon viele durch andere Aktivitäten schon kenne. Und es ist einfach immer der Ehrgeiz und schaffen wir es wirklich bis zur letzten Minute, das zu verwirklichen, und kommt am Ende auch wirklich das bei raus, was wir uns vorgestellt haben. Und das ist einfach immer wieder ein Wahnsinnsgefühl einfach. Es hat geklappt, wir haben es gemeinsam geschafft. Der Spaß, das gemeinsame Erleben und das Lösen von Aufgaben stehen bei der Aktion im Vordergrund. Die Baden-Badener Jugendlichen haben sich noch mehr vorgenommen. Wir wollen auf jeden Fall was Bleibendes gestalten. Wir stellen uns vor, dass wir ein Bauprojekt kriegen, etwas umgestalten und auf jeden Fall, dass wir anpacken können. Anpacken kann man nur, wenn auch für Verpflegung gesorgt ist. Die Organisatoren freuen sich über Sponsoren, Sachspender und Helfer für Abendessen. Denn die 72-Stunden-Aktion funktioniert auch hier in Baden-Baden nur, wenn alle Räder ineinander greifen. Ihre Unterstützung melden Sie am besten direkt bei St. Bernhard in der Weststadt an.